So, damit ich bloß nichts vergesse, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. So, die legen wir hier hin. Läuft alles. Schluck Wasser. Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um eine ganze Liste von Trainingssystemen. Das ist sicherlich so einer der interessantesten Aspekte, weil es immer wieder um Trainingssysteme geht und natürlich auch um den Vergleich der Trainingssysteme, den Krieg der Trainingssysteme. Heute will ich es erstmal anders angehen, aber es wird vielleicht dann noch ein Video folgen, wenn ihr es wünscht. Und zwar gehen wir es heute so an, ich möchte euch ganz gerne mal einfach von meiner Trainingserfahrung erzählen. Das heißt, ich habe aufgelistet, und deswegen brauche ich den Spickzettel, welche Trainingssysteme ich gemacht habe, seitdem ich begonnen habe mit meinem zarten Alter von 18 Jahren, und das war 1998, mit dem Training und was ich seitdem alles durchgemacht habe. Viel ausprobiert habe, ganz am Anfang fängt man natürlich nur an zu trainieren, wenn man dann merkt, man interessiert sich dafür und geht auch in die Theorie rein, dann werden da langsam Systeme draus. Am Anfang tobt man sich einfach nur an den Geräten aus, das kennt ihr. Und vor allem, wenn man dann später auch Trainer wird und Personal Trainer wird und die ganzen Zeitschriften liest, dann macht man natürlich immer mehr und probiert auch mal sehr viele exotische Sachen aus. Man sieht hier etwas, probiert es aus. Man kriegt da einen Tipp, probiert es aus. Man liest etwas, probiert es aus. Man sieht ein Video von etwas und probiert es aus und so weiter. Jetzt geballt die Erfahrung. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten, aber auf der anderen Seite ist ja auch immer der Wunsch da, dass ich ein bisschen ausführlich erkläre. Und jetzt kommt es eben. Hauptaugenmerk dabei ist es, dass ich euch nicht einfach nur runterratter, was habe ich schon alles gemacht, sondern natürlich ein bisschen was dazu erzähle. Heißt aber nicht ausgiebig vorstelle. Deswegen immer Hände bereit an der Tastatur. Wenn ihr davon etwas hört und denkt, da möchten wir mehr zu wissen, dafür möchten wir ein ganzes Video haben. Hämmert es in die Tasten, in die Kommentare. Wenn es von euch genug Leute genauso sehen und ihr liked diesen Kommentar entsprechend oder schreibt einen eigenen Kommentar rein, der das Gleiche fordert, dann kann ich dazu gerne mal ein Video machen. Ansonsten wären es natürlich haufenweise Videos zu verschiedenen Systemen. Und meine Grundeinstellung dazu kennt ihr auch, die sich aus dieser Erfahrung ergeben hat. Aber heute geht es auch weniger um die Bewertung, das ist besser, das ist schlechter, sondern vor allem, und das ist ganz wichtig für euch da draußen, die etwas ehrgeiziger seid, was habe ich aus diesem System mitgenommen? Manchmal ist ein System vielleicht als nicht gut befunden von mir, dennoch war es wichtig, dass ich das gemacht habe, weil ich viel über mich und meinen Körper gelernt habe, als ich es getan habe, Aspekte davon in mein alltägliches Training integriere, obwohl das ganze System ich nicht unbedingt befürworten kann. Jetzt möchte ich nicht schon wieder einen Riesenprolog über Systeme halten und wo ein System ist und wo nicht, dann wird das Ganze zu ausführlich. Dazu gibt es auch schon andere Videos auf dem Kanal, die das so grob von sich geben. Beziehungsweise schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr dazu generell mal mehr hören wollt. Wie wichtig sind eigentlich Trainingssysteme? Und deswegen, weil wir das heute so angehen, wenn ihr noch ein Video haben wollt, wo ich mal ganz klar Trainingssysteme from best to worst sortiere, also quasi wirklich euch sage, was waren die schlechtesten und was waren die besten, danach bewertet, was ich nicht nur selbst erfahren habe an meinem Körper, sondern natürlich auch als Trainer wahrgenommen habe bei anderen, dann lasst es mich jetzt wissen. Schreibt es in die Kommentare und zeigt es mir mit den entsprechenden Symbolmöglichkeiten hier. So, jetzt fangen wir mal an. Mein Training hat begonnen 1998 mit dem Zahnalter von 18 Jahren. Viele fangen heutzutage früher an, ich weiß, mit einem, man mag es kaum glauben, Ganzkörpertraining. Natürlich, das waren die ersten Trainingspläne, die mir verschrieben wurden. Da wurde der ganze Körper zum ersten Mal mit irgendetwas getroffen. Das ist auch gut, wenn man so anfängt. Ja, man kann, für all die, die da draußen immer fragen, auch mit einem Split anfangen. Warum nicht? Das ist gar nicht schlecht. Aber am Anfang ist das das erste Mal Widerstandstraining für den Körper, das erste Mal diese Art der Bewegungen. Und eigentlich ist es noch gar nicht nötig, jetzt vor allem einen höheren Split zu machen, nur die Brust zu trainieren oder so etwas. Das ist gar nicht nötig. Ihr kriegt so oder so einen Muskelreiz und so oder so auch Muskelkater. Also wozu die Brust nur an einem Tag trainieren. Dadurch habe ich natürlich am Anfang eine ganze Menge Übungen gelernt und generell gelernt, in diesen Bereich reinzukommen. Das habe ich aber tatsächlich relativ kurz nur gemacht. Ja, ich wog nur 56 Kilo. Und ja, da hat sich noch nicht viel getan, aber nach 3 Monaten bin ich bereits schon auf ein nächstes Trainingssystem übergegangen. Und jetzt müssen wir hier, doch muss ich ein paar Sätze zu Trainingssystemen sagen. Jetzt vermischen sich hier ab und zu die Grenzen von Trainingssystemen und Trainingslehre. Manches ist ein sehr ausgefertigtes System mit ganz speziellen Wiederholungen, Reihenfolgen, Pausenzeiten und so weiter. Das hat eher Systemcharakter. Und manche sind einfach nur Prinzipien.
Prinzip könnte zum Beispiel sein, immer bis zum Muskelversagen trainieren oder so. Nun ja. Danach hat mir jemand im Fitnessstudio, der stämmigste Typ überhaupt, der so ein bisschen so ein Heiko Kalbach-Typ war, sowohl von seiner Präsenz her und von seiner Selbstsicherheit, als auch tatsächlich von seinem Körperbau. Und zwar der deutsche Meister von 1980, damals eben schon 18 Jahre danach, der war also auch schon um die 50 Jahre alt und war trotzdem noch ein Brecher vor dem Herrn. Und der hat gesagt, splitte mal schön deine Muskeln auf, dann trainierst du auch richtig. Ich habe zwar erst seit 3 Monaten trainiert, aber es war eine gute Entscheidung. Denn was habe ich da gelernt mit einem so frühen Split? Ich habe gelernt, wie es ist, den einzelnen Muskel einmal zu bearbeiten. Heißt also auch, wie es ist, wenn ich meine Folgeübung habe. Der Ganzkörper hat ganz klar mir gezeigt, wie ich die Übungen generell mache. Und da sagt man ja auch mal, der Vorteil ist, dass man einfach viel mehr die Bewegungsabläufe immer wieder lernt, weil man das öfters die Woche macht. Aber was man dann vergisst ist, wie ist es denn, wenn ich in eine zweite Übung gehe? Wie ist es, wenn ich schon die Brust vortrainiert habe, wenn sie schon erschöpft ist, aber nicht nur erschöpft, sondern wenn sie vor allem, wenn da schon Blut drin ist, wenn ich gerade die Connection hinbekommen habe zur Brust und dann damit weitermachen kann. Das ist ganz wichtig, dass ich in dem Muskel mal bleibe. Und nicht, dann reißt es wieder ab und dann muss ich in den Rücken. Und wenn ich gerade vielleicht eine Connection aufbaue, geht es in die Beine und so weiter. Das ist super und das habe ich dann gelernt mit dem Dreier-Split. Vorher wusste ich gar nicht, dass es die Lehre gibt. Das hat er mir nicht gesagt, nicht darauf hingewiesen. Aber ganz plötzlich habe ich den Muskel zum ersten Mal richtig gefühlt. Vorher habe ich einfach nur Bankdrücken gemacht und wusste, ah ja, ich spüre meine Gelenke, irgendwo geht es schon drauf. Offiziell heißt es auf die Brust. Gut, dann ist das jetzt die Brust. Jetzt war ich drin mit Pump und habe 8-9 Sätze dafür gemacht. Das war schon sehr wichtig. Außerdem habe ich auch zum ersten Mal einen solchen Fokus gehabt beim Training. Und ja, da kamen bei mir auch wesentlich schneller die Erfolge. Jetzt muss ich sagen, ganz fairerweise, obwohl ich das ja auch vertrete, das muss nicht mit dem Dreier-Split zusammenhängen. Oft geht es genau da los, denn selbst wenn ich jetzt Ganzkörper weitergemacht hätte, ich habe 3 Monate lang viel gelernt und dann, bumm, reagiert der Körper mal langsam. Aber so oder so kamen dann die Erfolge. Danach habe ich zum ersten Mal eine antagonistische Pyramide gemacht. Danach habe ich zum ersten Mal also ein Training ausprobiert, wo ich wechselhaft die Muskeln trainiere. Heißt zum Beispiel, am Armtag habe ich mal Trizeps und Bizeps abgewechselt. Oder ich habe mal Rücken und Brust zusammen trainiert und habe dann immer eine Übung Rücken, danach eine Übung Brust gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich das damals genau zu diesem Zeitpunkt gemacht habe. Ich denke mal, in irgendeiner Zeitung habe ich es entdeckt. Da habe ich gelernt, dass der Pump gar nicht mal so schlecht war vom ganzen Körper und dass meine Energiebereitschaft besser war. Ihr müsst euch vorstellen, damals war ich noch nicht so fortgeschritten wie jetzt. Viele von euch würden sagen, ja, ist doch logisch, dass die Energiebereitschaft für die einzelnen Übungen besser ist, weil ich ja dazwischen gewartet habe. Das habe ich mir damals alles selbst beigebracht. Ich habe begleitend auch ein bisschen Literatur gehabt, Berend Breitenstein Bücher gelesen und dergleichen, aber da steht das nicht so explizit drin. Und ich habe es von der Pike auf erfahren und das Tolle ist, ich habe jetzt noch Trainingsbücher aus der Zeit damals, wo ich das alles nachvollziehen kann, wie ich trainiert habe. Ziemlich nostalgisch da durchzublättern. Nun ja, also ich habe gelernt, meine Energie ist wesentlich besser, wenn ich dazwischen 10 Minuten Pause hatte und dann wieder zum Brust übergehe, wenn ich dazwischen den Rücken trainiert habe. Das ist eine wichtige Lehre. Dennoch habe ich nicht unbedingt mehr Erfolge gemacht. Es war einfach ein besserer Pump und ich hatte mehr Kraft und dadurch eine bessere Energiebereitschaft. Heißt das jetzt mehr Wachstum? Das lassen wir dahingestellt sein. Das war eine wichtige Lehre daraus. Und hier nochmal, bitte betrachtet das Video als genau das. Inspiration dazu, was man eventuell aus welchem Trainingssystem lernen kann. Nicht unbedingt, ist das gut, dann mache ich nur das. Und wenn das schlecht ist, dann werde ich es weglassen. Deswegen lege ich den Fokus bei den Erklärungen jetzt darauf, was ich daraus mitgenommen habe. Und hier habe ich das daraus mitgenommen. Danach habe ich zum ersten Mal einen Zweiersplit trainiert. Hier habe ich auch eine gute Datumsangabe. Das war jetzt 1,5 Jahre, nachdem ich angefangen habe, hatte ich einen Zweiersplit ausprobiert. Damals ging es los mit Training in der Universität, grob. Und dann ja, habe ich auch 2-mal die Woche den Muskel damit getroffen und den Muskel aufgeteilt. Damals hatte ich das gemacht mit einem Oberkörper-Unterkörper. Würde ich heutzutage nicht mehr empfehlen, hatte ich aber damals ausprobiert. Und da musste ich sagen, ich fand den Dreier-Split damals besser, aber zu dem Zeitpunkt wog ich schon so um die 65, 66 Kilo und das war auch in Ordnung. Viel mehr kann ich jetzt nicht zu den Erfolgen oder dergleichen sagen. Danach aber sehr interessant, habe ich in einer Zeitschrift
von dem 3-2-1-Trainingsplan gelesen. Ja, das war damals ein Trainingssystem, irgendjemand hat es so genannt. Es wurde nicht, glaube ich, richtig berühmt. Ich fand es aber sehr interessant. Ich glaube, das war in der BMS-Zeitschrift oder so. Da ging es darum, dass man mehr oder weniger holistisch trainiert. Es gibt schon ein Video zum holistischen Training, da schaut es euch an. Und zwar war es in der Basis so, deswegen 3-2-1, man macht 3 Sätze im Kraftbereich, also zwischen 4 und sagen wir mal 8 Wiederholungen, nicht darunter, aber 4 bis 8 im niedrigen Wiederholungsbereich mit schwerem Gewicht, das ist das Wichtige. Danach macht man in einer anderen Übung 2 Sätze, also der zweiten Übung in einem Hypertrophiebereich, 8 bis 12 Wiederholungen, ganz klassisch. Und in der dritten Übung macht man nur noch einen Satz und der geht bis zu 20 Wiederholungen, also wirklich so im kardiovaskulären Bereich, also wirklich so im konditionellen Bereich eher angesammelt. Aber man reduziert auch die Sätze immer. Von diesem Ausbausatz brauchte man nur noch einen und so weiter. Deswegen 3-2-1. Ich habe das nach einem Monat abgeändert, weil ich auch da schon einfach mehr trainieren konnte. Was heißt schon? Ich war immer noch ein Leichtgewicht. Mit 66 Kilo, die ich damals, denke ich mal, wog oder ein bisschen mehr vielleicht, bin ich immer noch ziemlich dünn gewesen und hatte jetzt nicht monströs viel Muskulatur, auch wenn sich die gut abgezeichnet hat. Generell kann man dann mit mehr Ausdauer länger trainieren, weil man die Muskeln nicht so krass erschöpft. Und das ist auch die Lehre grundsätzlich, die uns Frauen mit Männern vereint. Frauen haben weniger Muskulatur von Anfang an. Und deswegen können sie auch mehr Sätze machen. Aber nicht, weil sie eine Frau sind, sondern weil sie eben genauso wie ein Mann, der so wenig Muskulatur hat wie ich damals, das machen können. Und deswegen habe ich da aus dem 3-2-1 ein 3-3-3-System gemacht. Ich habe in der ersten Übung 3 Sätze mit schwerem Gewicht gemacht, in der zweiten 3 Sätze im mittleren Gewichtsbereich und 8 bis 12 Wiederholungen und danach 3 Sätze mit einer sehr hohen Wiederholungszahl. Einfach nur, um das ein bisschen zu erhöhen. Aber was mir vor allem gezeigt hat, und das war eine Revolution und sicherlich das Wichtigste, die wichtigste Lehre für alle meine folgenden Trainingspläne im Leben, dass ich das Ganze doch holistisch angehe und nicht wie vorher makrozyklisch, das heißt einmal Kraft für ein paar Monate, dann Hypertrophie für ein paar Monate und dann mehr im hohen Wiederholungsbereich für ein paar Monate. Hier alles in einem Trainingsplan und das war super, das gelernt zu haben. Danach habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht mit, jetzt kommt es ganz krass, Heavy Duty. Ich weiß noch, dass es während der Uni-Zeit ebenfalls war, das heißt, irgendwann muss ich so ziemlich danach gemacht haben. Und dieses Heavy Duty Training von Mike Menzer, das Original, hat mir vor allem gezeigt, wie weit ich an die Grenzen gehen kann. Nicht nur gezeigt, ich habe es gelernt. Das heißt, das pusht euch wirklich danach noch mehr zu beißen. Wenn ihr schon vorher beißen konntet, danach könnt ihr es noch mehr. Konntet ihr es vorher nicht, dann müsst ihr es lernen. Also das lernt man, an die Grenzen zu gehen. Und ja, viele sagen immer wieder, Heavy Duty kann man nicht durchgehend machen. Es ist auch unmodern, eben so krass das zentrale Nervensystem fertig zu machen. Aber ihr kennt das nur aus der Theorie. Was heißt das überhaupt, das ZNS? Was heißt das überhaupt, wenn das zentrale Nervensystem fertig ist und die YouTuber mir davon erzählen? Und was sind überhaupt meine Grenzen? Macht so einen Plan mal, selbst wenn ihr dann wisst, okay, das kann man nicht machen, aber ihr könnt mitreden. Ihr wisst, wie euer Körper darauf reagiert. Und ja, ihr werdet auch was mitnehmen. Und das ist nämlich auch der Trugschluss bei so vielen anderen daran. Da sind wir so ein bisschen wieder off-topic. So viele sagen euch am Ende ihrer 15, 20, 25-jährigen Laufbahn, dass es doch so viel besser ist, so und so zu trainieren, haben aber wohlgemerkt ihren Körper durch all diese Stadien durchgehen lassen. Und der Körper hat das mitgenommen. Hat man einmal so trainiert, reagiert der Muskel anders. Ihr geht auf andere Grenzen zu. Habt ihr das von Anfang an nie gemacht? Habt ihr diese Lehre verpasst? Dann habt ihr einfach dieses Kapitel verpasst. Aber das gehört dazu. Es ist ganzheitlich. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das begreift. Ihr pickt euch jetzt nicht einfach nur das Training aus, das euch der Guru am Ende sagt, das ist das Beste und macht das ein Leben lang. Dann werdet ihr nie die gleichen Erfolge haben, die er hatte. Sondern ihr braucht auch einige Sachen, die euren Körper einfach vorbereiten, an Grenzen bringen oder auch mal von Grenzen wegbringen, aber wo ihr daraus lernen könnt. So, und das war eben ganz wichtig. Ich habe kennengelernt, was mein ZNS kann und was nicht. Und ganz krass, was ich da gemerkt habe, ist, als ich das so 4, 5, 6 Wochen trainiert habe, wie schon meine Psyche und mein Körper zusammenspielen und darauf reagieren. Ich bin zum Training gefahren, hatte ein leichtes Übelkeitsgefühl. Und ich habe angefangen zu gähnen. Und ich habe erst später begriffen, dass das Zeichen meines Körpers waren, dass er wusste, was gleich kommt und völlig überfordert war damit. Ich konnte es nicht mehr. Ich habe auch gemerkt, wenn wir alles aufgebaut haben und dann kurz vor dem ersten Übung waren, vor dem ersten Satz eben waren, vom einzigen Satz waren,
dass wirklich auch demotivierende Gedanken reinkamen, dass man erschöpft war, dass man dachte, ich will nicht. Und das hat zugenommen Woche für Woche. Man hat wirklich gemerkt, man kommt jetzt an eine Grenze. Das war sau interessant. Und da wurde natürlich dann der Begriff des Reizsetzen ganz neu definiert. Also wirklich die große Lehre daraus auch, ich kann mit nur 3 Minuten Training meine Brust genauso treffen und reizen wie mit einem ausgiebigen 1,5 Stunden Training. Und das hat funktioniert. Ich habe immer noch Kraft aufgebaut und meine Brust aufgebaut. Und das war eine ganz wichtige Lehre. Einmal die Woche für 3 Minuten reicht. Wichtig zu wissen, ob es optimal ist, ist wieder was anderes, aber wichtig zu wissen, es geht. Danach kam dann eine Phase German Volume, so ziemlich das Gegnersystem davon. Und das habe ich mal ausprobiert, vor allem, weil ich dann die Entspannung mal brauchte, nicht bis zum Ende zu gehen und so etwas. Und daraus habe ich vor allem nochmal zu schätzen gelernt, was es bedeutet, effektiv zu trainieren. Gerade in dem Kontrast dieser beiden Systeme, wo man bei dem einen wahnsinnig viel Wiederholungen und Volumen macht und bei dem anderen so gut wie gar nichts, 3 Minuten Training versus 1,5 Stunden Training, habe ich gemerkt, wie viel verschwendete Sätze beim German Volume für mich da drin waren. Ich habe 10 Sätze gemacht und hatte das Gefühl, meine Brust ist da erst an einem Stadium angekommen, den ich sonst nach 2 richtig effektiven Sätzen bis zum Schluss hatte. Und das hat mir auch wieder was gezeigt und es war wichtig, dass ich das zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Danach habe ich ein System gemacht, das ist einfach nur verrückt. Und zwar das 50 bis 100 Wiederholungssystem. Das habe ich auch nur sage und schreibe 4 Wochen gemacht, aber durchgezogen. Am Anfang müsst ihr vor allem mit der Willenskraft erstmal dahin kommen, 50 bis 100 Wiederholungen in irgendeiner Übung zu machen mit irgendeinem Gewicht. Also selbst beim Seitheben, und damals wog ich vielleicht 70 Kilo oder so, beim Seitheben das mit irgendeinem Gewicht zu machen und 50 Wiederholungen, sagen wir mal nur 2 Kilo, ist ultra brutal. Bizeps Curls, ultra brutal. Da geht es gar nicht um hohe Gewichte. Das zu machen und das über Wochen durchzuziehen, war sau hart. Was ich da gelernt habe, etwas, was ich nie erwartet habe. Meine Muskulatur ist weicher geworden. Gefühlt weicher. Während des Trainings ultra hart, mega Pump. Ein Pump meines Lebens. So viel Pump hatte ich da noch nie zuvor. Aber sie fühlte sich von Woche zu Woche irgendwie weicher an dazwischen. Und ich habe wirklich gemerkt, dass auch manche Muskulaturen relativ schnell abgenommen haben, zum Beispiel meine Brust. Und was habe ich daraus gelernt? Ich habe gelernt, welche Muskulatur von mir wirklich auf Gewichte reagiert und welche nicht. Zum Beispiel trainiere ich meine Brust oft in einem ganz anderen Wiederholungsbereich als alle anderen Muskeln. Den Bizeps kann ich gerne auch in höheren bis mittleren trainieren. Trizeps genau das gleiche, Rücken mit fast allen Wiederholungsbereichen. Aber die Brust, die halte ich ziemlich streng zwischen 4 und 8 Wiederholungen am besten. Und das habe ich da vor allem gelernt, dass das besonders bei der Brust so ist. Danach bin ich zu dem nächsten Extrem übergegangen, jeden Tag 2 Trainingseinheiten gehabt. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe, und da habe ich keine Pause gehabt, keinen Sonntag, der frei war, ich hatte 14 Trainingseinheiten in der Woche und habe das durchgezogen für eine ganze Zeit lang. Ich glaube, es waren damals ungefähr 6 Wochen. Ich habe nämlich ein Hantelset zu Hause gehabt in meiner Unibude und habe da jeden Morgen erstmal ein Ganzkörpertraining gemacht. Heißt, ich habe angefangen und habe Liegestütz an den Hanteln gemacht oder Bankdrücken gemacht, habe dann was mit dem Rücken gemacht, ein paar Sätze. Ich glaube, es waren immer nur 3 Sätze, also immer nur eine Übung. Danach Schultern, danach Ausfallschritte, danach Bizeps, danach Trizeps. Und das war so knapp 25, 30 Minuten und dann geduscht, umgezogen und los. Und dann hatte ich nochmal abends ein Training, oft in unserem Gym in der Heinrich-Heine-Universität. Und dadurch kamen 2 Trainingseinheiten pro Tag zustande. Und ich dachte, wenn ich immer so ein Ganzkörpertraining mache, einfach Blut reinbringen morgens, die Theorie dahinter war, dann kommt Blut rein, dann kommen Nährstoffe rein und dadurch halte ich einen Muskeltonus aufrecht, aber ich erschöpfe die Muskulatur nicht. Dennoch muss ich sagen, war ich da nach einigen Wochen total überlastet. Es haben sich Sehnenschmerzen zum ersten Mal entwickelt, vor allem ein ganz komischer an der Hand, an dem Handballen innen. Ich konnte irgendwann bei Fliegenden vor allem, konnte ich die Hantel nicht mehr halten. Es war so schmerzhaft für mich. Ebenso wie meine Ellbogen haben langsam angefangen zu schmerzen. Und auch meine Schultern waren dauererschöpft. Da habe ich kennengelernt, wo mein Körper wirklich Grenzen hat, wenn ich jeden Tag etwas mache. Jetzt mag viele davon sagen, das ist auch total übertrieben, 2 am Tag zu machen. Aber es war wichtig, alle Grenzen auszuloten, um es nochmal zu wiederholen. Danach gab es natürlich erstmal frei, um mich davon zu befreien. Aber dann ging es los mit HIIT-Training und einer langsam negativen Wiederholung. Und wie ihr wisst, das ist auch etwas neben dem holistischen Ansatz, was sich am meisten auf meinen derzeitigen
Trainingsplan oder auf meiner Trainingsphilosophie ausgewirkt hat. Die Betonung der Negativen und diese im Peak auch zu halten, die Wiederholung, ist daraus übernommen worden und das habe ich als so wichtig empfunden, dass ich daraus kein System gemacht habe, sondern das gehört einfach zum Training dazu. Gerade bei Muskulatur wie Rücken, Bizeps und teilweise auch bei den Beinen mit drin oder auch bei den Schultern wie beim Seitheben. Danach habe ich mal das genaue Gegenteil gemacht. Ich habe jetzt viel gemacht, wo ich sehr häufig trainiert habe, viele Wiederholungen trainiert habe. Und dann habe ich mal versucht, wie ist es, wenn ich alle 10 Tage nur trainiere. Logischer Schritt nach HIIT das zu machen, weil ich wieder gemerkt habe, dass man in wenig Zeit sehr ultra hart den Muskel treffen kann. Ich war wirklich, hatte den Muskelkater meines Lebens und es blieb einfach. Ich habe 1-2 Monate trainiert und der Muskelkater war immer der gleiche, jede Woche bei einmal wöchentlich Training. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt erweitert das mal, trainiere nur alle 10 Tage. Und jetzt kommt das Erstaunliche, meine Beine und mein Rücken sind gewachsen. Ich habe das, glaube ich, ein paar Monate gemacht und die sind besser geworden, kräftiger geworden. Ich hatte damals den stärksten Rücken im Sinne von Trapez und unterer Rücken bekommen mit dem alle 10 Tage Training. Während meine Brust hätte besser mehr Training gehabt. Meine Arme blieben gleich, die blieben irgendwie immer gleich, egal was ich trainiert habe. Und auch meinen Schultern tat es ganz gut. Also vor allem aber Rücken und Beine sind gewachsen. Das war sehr interessant für mich, hätte ich mir nämlich nie gedacht. Danach habe ich zum ersten Mal den Vierersplit für mich entdeckt. Auch wieder eine logische Schlussfolgerung. Ich merke, dass Rücken und Beine wachsen, denke, die brauchen vielleicht einfach mehr. Was mache ich? Ich trenne zum ersten Mal Rücken und Beine, sodass ich die einzeln trainieren kann und keinen kleinen Muskel mehr habe. Ihr seht, in dieser Reihenfolge war immer irgendwo, kann man sehr gut nachvollziehen, was ich mir dabei gedacht habe und warum ich auf dieses andere System dann übergestiegen bin und entdeckt habe. Und damit habe ich meinen Lieblingssplit entdeckt, den ich bis heute den meisten empfehlen kann, die schon länger als ein Jahr trainieren und auch Ziele haben, wo sie weiterkommen wollen. Der Vierer-Split ist der absolut beste Split in meinen Augen. Ja, besser als der Fünfer und Sechser und weit überlegen dem Ganzkörper oder Zweier. Dreier-Split ist der einzige, der dann noch mitkommt. Den finde ich auch super und habe auch ja, die Hälfte meines Lebens in Dreier trainiert. Danach habe ich mal eine Zeit lang trainiert mit einer spontanen Übungsauswahl. Ich hatte immer nach Trainingsplan trainiert und immer sehr streng danach. Alles aufgeschrieben, jede Wiederholung, jede Übung. Und die musste ich dann einhalten, bis der nächste Trainingsplan kam. Jetzt war es so, ich habe es zwar aufgeschrieben, aber ich habe immer improvisiert. Ich bin zum Training gegangen, habe mir gedacht, worauf habe ich heute Lust? Habe ich das gemacht, das gemacht, das gemacht. Wohlgemerkt nicht die Muskelgruppen. Ich wusste, heute ist zum Beispiel Brust und Bizeps dran. Aber ich habe trotzdem mir die Übungen ausgesucht. Und zwar auch nicht die Masse der Übungen, nee, das war schon vorgegeben, immer nur 3 Übungen, a 3 Sätze, aber welche Übung ich machen möchte. Und da habe ich gelernt, dass ich entweder durch mangelnde Motivation, also ich war motiviert geistig, ja, ich wollte trainieren, aber was ich schon gelernt habe, ist, weil ich es nicht so genau tracken konnte, ob ich jetzt stärker werde oder nicht, bin ich auch nicht so viel stärker geworden gefühlt. Und tatsächlich bin ich in der Zeit auch auf der Stelle stehen geblieben. Da habe ich erstmal gemerkt, wie wichtig das ist. Hätte jetzt auch sein können, dass es vorangeht, weil der Körper immer einen anderen Reiz bekommt. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. War aber mal eine interessante Erfahrung. Danach habe ich mal, und jetzt kommen wir schon zu einer Zeit, wo ich so ziemlich mich eingependelt habe. Also ich habe jetzt schon 10 Jahre Trainingserfahrung. Ein Dreier-Split mit Freeletics im Wechsel gemacht. Damals habe ich auch Basketball gespielt und dann hatte ich wirklich viel auf Körperübungen mal einfach gesetzt. Also heißt, ich habe Klimmzüge, Liegestütze, Dips und so etwas alles gemacht. Ich hatte alle möglichen Übungen, die man so an Stangen und so etwas machen kann, mit kombiniert. Das Problem da nur, ich habe gemerkt, dass mein Gelenkapparat und meine Sehnen da nicht mithalten konnten. Durch diese ruckhaften Bewegungen und dergleichen konnte ich es nicht vereinen mit dem regulären Bodybuilding, wo man sehr gezielt damit umgeht. Und das war die Lehre daraus. Lässt sich bei mir schlecht vermischen. Und danach eine der letzten großen Lehren, die noch wirklich was ganz anderes waren, war das Pitfalls-Training. Auch dazu habe ich schon einige Videos gemacht, die findet ihr da. Und das war ebenfalls nochmal ein interessanter Aspekt, auch wenn es vorher Pausenzeiten waren, die ich zwischendurch mal gemacht habe und mit den Pausen ein bisschen rumexperimentiert bei den Wiederholungen, aber dass man ein ganzes Training so aufbauen kann und was es bringt und dass man dadurch so viel mehr Kraftbewältigung hat, das war für mich schon wieder eine sehr interessante Sache. Und ich habe zwischendurch mal so einen Satz im Training eingebaut, habe aber auch gelernt, das lässt sich nicht mit allen Muskulaturen machen und das ist nicht für alle Muskulaturen so, dass sie dann ständig wachsen. Es war so ein bisschen wie ein Gewürz, wie mit dem Heavy-Duty-Training oder dergleichen.
Jetzt werdet ihr vielleicht einige Systeme vermissen und denkt, oh, wieso hast du das nicht gemacht, das nicht gemacht, das nicht gemacht. Dazu muss ich sagen, die meisten, die mir dann nennen werdet, sind welche, die irgendwo da drin sind. Denn wenn ihr mal bedenkt, welche Lehren da drin sind, ist oft ein System, was plakatiert wird als großes System, das jemand ausgedacht hat, auch nur wieder eine Zusammenmischung von all diesen. Ich habe mit Pausenzeiten, mit Sätzen, mit Volumen und wenig Volumen, mit Gewichten rumexperimentiert. Ich habe mit Trainingshäufigkeiten rumexperimentiert, von zweimal am Tag bis hin zu alle 10 Tage. Also ich habe eigentlich alle Spannbreiten ausprobiert. Ich habe antagonistisch trainiert. Ich habe alles intensiv zusammen trainiert. Ich habe in Supersätzen trainiert, Intensivwiederholungen eingestreut. Ich habe alles Mögliche eigentlich ausprobiert. Und jetzt kann man sich natürlich Elemente daraus kombinieren und zusammennehmen. Und ich würde auch sagen, damit ist so ziemlich alles abgedeckt. Also wenn jemand ankommt und sagt, oh nee, das German Volume ist es nicht. Ich habe das 5x5. Ja, 5x5 ist aber das gleiche Prinzip. Und da hat er sich andere Zahlen ausgedacht. Und dann macht jemand ein 7-7 Training und dann macht jemand statt 3-2-1, macht dann vielleicht ein 5-3-2 Training und so weiter. Aber irgendwo war schon alles da. So, ich hoffe, das hat euch was gebracht. Ich weiß nicht, das ging jetzt wahrscheinlich schon ziemlich lange, aber wer noch das Folgevideo haben möchte, wo ich einfach mal sortiere und sage, das ist definitiv das Beste und das ist das Schlechteste, das könnt ihr euch sparen und das solltet ihr mal gemacht haben, ab in die Kommentare damit und schreibt es mir. Ansonsten schaut euch mal die ganzen anderen Videos auf dem Kanal an und natürlich abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr und lasst mich wissen, ob euch sowas gefallen hat. Nun gut, das war's dann von mir. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.